Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin mit einem Vor-Unboxing. Das ist ein ziemlich großes Paket, ich bin mal gespannt, was alle drin ist. Das ist von CMA Audio. Hier wird auch irgendwo Werbung auftauchen, denn ich habe bei der Presseagentur da mal angefragt, mit denen habe ich schon öfters mal zusammengearbeitet, weil die haben eine Kamera, habe ich gesehen, habe ich so eine Pressemitteilung gekriegt, die haben eine Kamera und habe gedacht, Mensch, die sieht ja nicht mal so schlecht aus, 1080p. Ob ich die mal testen kann. Weil mal was anderes als Logitech testen und mal gucken, wie gut die ist und ob 1080p, vielleicht kann ich meine Kameraqualität dadurch ja verbessern. Das ist jetzt halt nur Probe, also ich kriege die jetzt hier so zum Auspacken, zum Testen und dann muss das alles wieder zurück. Aber dass ich dann weiß, was ich als nächstes vielleicht für eine Kamera mir holen kann. Deswegen steht hier Werbung. Und das wird jetzt das Vor-Unboxing. Die Kamera ist ein bisschen was teurer, aber wenn ich meinen Stream dadurch verbessern kann, warum nicht? Die, also ihr wundert euch jetzt bestimmt, so ein großer Karton wie einer kleinen Webcam. Nee, die Webcam gab es nicht einzeln im Pressekit. Das nennt sich Pressekit, also wenn man Videos darüber macht, wenn YouTuber anfragen und so. Das gab es nur in einem großen Paket und hat gesagt, ja, teste ich halt noch mehr Sachen, klar. Und da bin ich mal gespannt, was da jetzt alle drin ist, mikrofonmäßig. Beim Mikrofon muss ich dann erstmal gucken, wie ich das mache und was das für ein Mikrofon ist. Weil wenn es mit Phantomspeisung ist, ich konnte mir auch noch nicht großartig dazu belesen, dann ist das ein bisschen doof, weil ich habe nichts für Phantomspeisung und hätte auch gar keinen Platz, wo ich das bei mir auf meinem Arbeitsplatz hinstellen soll. Weil ihr wisst ja, ich habe nur 80 cm Arbeitsplatz und da muss alles drauf. Ich mache mal erstmal den Luftpolsterzeug raus. Das kann ich auch nicht kaputt machen, das muss ich ja dann wieder zurück schicken. Oh, also wie gesagt, nicht wundern, das ist auch schon mal geöffnet gewesen, die Packung, weil, wie gesagt, das war nicht nur bei mir, das war auch schon bei anderen Leuten. Ist halt so ein Pressekit. So, dann machen wir das mal wieder alles hier rein. Ah, jo, jetzt sehen wir, was hier drin ist. Erstens, ein Mikrofon ist mit drin. Dann zweitens, ein Mikrofonarm. Drittens, die Kamera. Viertens, achso, das vierte ist Universal. Wo war denn das? Kamerastand. Also denke mal, für am Bildschirm festmachen und so. Fünftens ist ein USB-Konverter. Ah, ich denke mal für das Mikrofon. Sechstens. 3 MP. Also das scheint eine Linse zu sein. Lens. Vielleicht für die Kamera. Und siebtens ist ein 4-Port-USB-Hub. Den haben wir auch mit bei. Ich mache euch das mal so, dass ihr das seht, was hier in dem Paket alles drin ist. Und das gibt es halt so auch zu kaufen. In diesem kompletten Paket mit Kamera, mit allem drum und dran. Das ist cool. Da kann man, also dieser Adapter, da kann man halt, so wie ich das jetzt gelesen habe hier, ist der von ein Adapter auf USB. Also denke ich mal für hinten. Das werden wir dann alles testen. Jetzt werden wir erstmal auspacken. Wie gesagt, das wird nur ein Vor-Unboxing. Ich weiß nicht, wie schnell ich das schaffe, alle zu bearbeiten. So. So, da haben wir einmal, wo fange ich denn hier am besten an? Ah, hier seht ihr das auch. Wir sollen die Kamera an den USB-Hub, an den PC. Das Mikrofon an den Arm. Dann den Adapter und den Adapter auch an USB. So könnt ihr das mal sehen. Das ist der Aufbauplan.
Finde ich gut. MXL. Okay. Achso, die Firma ist MXL. Hier haben wir das Mikrofon. Das sieht auch optisch ganz gut aus. So vom ersten Gucken vom Bild. Anker steht da drauf. Da wird, denke ich mal, der Adapter. Ne, USB Ultra Slim USB Hub 3.0. Das ist der USB Hub. Hoppala. Thank you. Hier ist auch eine Karte mit bei. Für den Support und so. Hier haben wir die Kamera, auf die ich ganz gespannt bin. Da könnt ihr sie mal so sehen. Sieht jetzt so vom Optischen halt jetzt nicht so bewegend aus, weil jo, Kamera halt. Aber die kann das USB 3.0 Kamera. Meine ist ja nur normal USB. Und die kann 1080p. 10-Bit-Color. 422. 1080p mit 60 und mit 50 FPS. Cool. Dann haben wir hier noch mal was. Das wird der Adapter sein. Ne, hier ist der Adapter drin. Ne? Der funktioniert, so wie es aussieht, auch für andere. Ja. Ich glaube, der Anschluss heißt XLR. XLR auf USB. Damit spart man sich die Phantomspeisung. Finde ich schon mal cool. Und hier ist der das Mikrofonhalter. Den Mikrofonhalter werde ich bei mir wahrscheinlich nicht nutzen können, weil mein Mikrofonhalter ja da ist und ich nicht den Platz habe, um den anzuschließen oder aufzubauen. Wir werden ihn auf jeden Fall auspacken, uns mal angucken. Vielleicht muss ich gucken, ob ich irgendwie einen Platz finde. Aber ich bezweifle, dass ich da Platz finde. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir schon alles irgendwie hin. Ist auch schon offen, wie gesagt. Ich bin ja nicht der Erste, der das hat zum Testen. So, dann würde ich jetzt sagen, dann wartet für das Vor-Unboxing. Dann mache ich jetzt die nächsten Videos. Ich mache nochmal ein Video hierzu und zeige, was da alles drin ist. Und ein kurzes Video halt. Und dann fangen wir auch schon an mit dem großen Unboxing, wo wir alles mal auspacken werden, angucken werden und die Kamera werde ich demnächst anschließen. Mikrofon und so. Das muss ich mir alles noch gucken, wie ich das mache. Das Wichtigste war für mich halt, wie gesagt, die Kamera. Die stand bei mir halt im Fokus. Ja. Dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, ein Däumchen wäre abträumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.